Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute starten wir mit der Road to Knife Unboxing 3.0. Ich habe mir da mal 10 Prisma-Kisten für den Anfang geholt. Meiner Meinung nach momentan die besten Kisten. Sind zwar noch etwas teuer, ich glaube 60 Cent kostet ihr im Community-Markt bei Skin Baron. Das gehen die momentan noch für einen Euro weg. Aber dann eine M4 würde ich schon enjoyen. Ja, 5-7 eigentlich auch, würde mich nicht stören. Pink Skins gefallen mir eigentlich jetzt nicht so in dem aus der Kiste. Die UMP finde ich auch sehr nice, aber ich hebel einfach mal nebenbei auf. Ich werde hier wieder einen Case Counter einführen, also der wird dann unten links sein, beziehungsweise von euch aus unten rechts. Erster Skin ist mal blue. Jo, also das ist dann so eine Sache. Ich hoffe halt nur, warte mal. Ja, dass ich dann einfach nicht jetzt 10 mal blau ziehe, weil sonst... Das ist so der größte Abfuck, was passieren kann. Ich meine, ich rechne jetzt nicht damit, dass ich jetzt schon gleich live ziehe in der ersten Folge oder so. Aber wenn man da ein paar Purple Skins, mal einen Pink Skin, vielleicht mal einen Rot Skin ziehen wird, wird es mich ehrlich gesagt nicht stören. So, und was dann noch ist, ich werde jetzt versuchen, dass ich ein Video die Woche raushaue. Und da ist jetzt zum Beispiel das Case Unboxing bzw. das Road to Knife Unboxing Format ideal dafür. Ah, okay, Purple again. Minimal und FT. Und ich werde das auch wieder so handhaben, dass ich ungefähr pro Folge 10 Kisten aufhebeln werde, damit man da einfach eine schöne Zahl hat. Und könnt ihr mir auch gleich mal in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich dann in der nächsten Folge aufhebeln soll. Vielleicht hat er von euch da jemand ein glückliches, ich meine, vielleicht hat einfach von euch jemand da schon die Vorahnung, dass da was, wo ich vielleicht was ziehen könnte. Wer weiß. Ich habe es anscheinend nicht, ich habe schon seit einem halben Jahr nichts mehr gezogen. Außer jetzt Blue Purple Skins, es ist eigentlich ziemlich abfuck. Beziehungsweise schon seit einem Jahr, ich weiß es nicht, was eigentlich das letzte war. Ich glaube, das waren, entweder waren das mal Handschuhe oder das die Letos Lauter, was ich aus der Road to Knife Unboxing 2.0 Serie hatte. Aber das ist halt das, was ich meine. Das ist halt Blue, Purple, Purple, Blue, Purple, Blue, Purple, Blue, Blue, Blue. Oh mein Gott. Die Atari ist, aber die ist Battle Game. Oder? Condition. FT? Okay, da gucken wir es mal kurz nach. Das ist, glaube ich, sogar jetzt Profit aus der einen Kiste. Was geht hier weg? 6,50, ja. Okay, da beschwere ich mich jetzt nicht mal über den Purple Skin. Weil der ist eigentlich ziemlich nice. Will ich sogar als Play-Skin... Oh, da war was rum, das DM4. Will ich sogar als Play-Skin nehmen, wenn man mal sagt, okay, ist der Defender, da ist mit ein paar krassen Stickern drauf, würde ich schon sehr entscheiden. Aber da habe ich ja jetzt eigentlich schon den AWP momentan. Ah, komm, gib mir dem 4 wenigstens. Die will ich hart entscheiden. So, die letzte Kiste dann auch schon wieder für heute. Ich sag mal Blue again. Wobei die AK bringt, glaube ich, sogar auch noch ein paar Euros. Gute schon. Komm, geh mal jetzt. Oh, fick dich. Aber gab's die Peter 50 nicht schon mal? Die kommt ein bisschen bekannt vor. Keine Ahnung. Gut, jo. War für heute jetzt nicht so berauschend, aber genau das ist halt das, was ich mir von Gamekisten erwarte. Es ist halt so, how to waste your money. Ganz easy. Und vielleicht schaffe ich es ja dann auch noch, dass ich nächste Woche... das sage ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt wieder sage, ich schaffe vielleicht 2 Videos, dann mache ich wieder 1 und ja, GG. Jo, auf jeden Fall war es dann wieder mit dem Video für heute. Wie gesagt, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Das habe ich noch nicht gesagt. Jo, und dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit der Folge für heute. Jetzt, bis auf die Ataris oder Arteris war da jetzt eigentlich nichts dabei, was jetzt irgendwie interessant gewesen wäre. Oder Profit gebracht hätte.
Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich das nächste Mal aufhebeln soll. Solange es keine Brau ist, werde ich das machen. Und jo, dann sage ich euch noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.